Dieses Video wird euch präsentiert von Wondershuffle Mora, der intuitiven Videoschnittsoftware, mit deren Hilfe ihr eure eigenen Videos mit minimalem Aufwand in etwas Außergewöhnliches verwandeln könnt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und teilt sie mit dem Rest der Welt. Auf den offiziellen Twitter-Accounts von Overwatch wurde kürzlich ein neues Bild gepostet, das vom Holoweed-Kanal des numbanischen Wunderkinds Efi Oladele stammt. Auf ihm kann man eine Art To-Do-List von bestimmten Items erkennen, die die kleine Technikerin noch benötigt, um ihren eigenen Mech und damit womöglich den nächsten Overwatch-Helden fertigstellen zu können. Dabei gibt es im Bild etliche interessante Hinweise, die uns womöglich bei der Suche nach dem 24. Helden auf die richtige Fährte lenken sollen. Der erste Stichpunkt lautet OR15 Chassis, was in die bisher bekannten Informationen zum Helden passen würde. Denn in ihrem Interview hat Efi ja von ihrem Wunsch gesprochen, einen eigenen Roboter zu bauen, der ähnlich wie die OR-15 für Sicherheit sorgen und die Menschen vor Gefahren schützen soll. Die Vermutung liegt nahe, dass Efi diesen Punkt von ihrer Liste streichen konnte, denn letzte Woche wurde eine Nachrichtenmeldung bekannt, dass zahlreiche OR-15-Verteidigungseinheiten während einer Attacke am Numbani-Flughafenterminal zerstört wurden. Ein Screenshot mit einer gewaltigen Einschlagstelle an der Wand war darunter zu sehen. Auf dem PTA-Testserver war dann kurz darauf die gleiche Szene auch im Spiel zu sehen, wenn man sich im Angreifer-Spawn der Karte aufhielt. Und hier kommt nun Efi deswegen ins Spiel, weil sie anscheinend selbst vor Ort das Ganze miterlebt hat und sogar das Foto von der Zerstörung machen konnte. Es ist ja schon irgendwie seltsam, dass das kleine Kind zufällig genau zur richtigen Zeit vor Ort war und auch in Ruhe dieses Foto schießen konnte. So hatte sie aber wohl auch genügend Zeit und Möglichkeiten, an ein paar OR-15 Rüstungsteile zu gelangen, um sie für ihren eigenen Omnic zu verwenden. Denn sieht man im Vordergrund ihres Bildes noch einen Berg von schrottreifen OR-15 Robotern, die im Terminal vor den Rolltreppen positioniert sein müssten, waren diese dann auf mysteriöse Weise auf der PTR-Version der Karte nicht mehr zu sehen. Auch für den zweiten Punkt auf ihrer Liste wird dieser Vorfall wichtig. So kann man lesen, dass sie einen sogenannten Branford-Arm benötigt, der so bisher nirgendwo im Spiel aufgetaucht ist. Jedoch kennen wir wohl alle einen sehr bekannten technischen Arm, auf den schon so mancher Halunke sein Auge geworfen hat. Könnte es sich hier nicht um die berühmte Doomfist handeln? Nun, wenn man es genau nimmt, ist dies ein Handschuh und kein Arm und außerdem wäre es auch irgendwie seltsam, dass Efi als Kind von Numbani den wohl berühmtesten Gegenstand ihrer Heimat als Branford-Arm betiteln würde. Vielmehr könnte es sich ja unter Umständen hierbei um eine technische Vorrichtung handeln, die es dem Träger ermöglicht, die Doomfist und ihre enorme Kraft unter Kontrolle zu halten. Wie wir ja im ersten Trailer zu Overwatch schon sehen konnten, hat der Handschuh einen enormen Rückstoß auf seinen Träger, was auch nicht weiter verwundern dürfte, wenn man weiß, dass jemand mit ihm ganze Hochhäuser dem Erdboden gleichgemacht hatte. Dies wird auch insofern untermauert, dass man auf der aktuellen PTR-Version der Karte Numbani eben diese auf der Payload vermisst. Und selbst im Museum wurde das Hologramm der Doomfist deaktiviert und womöglich die Ausstellung auf unbestimmte Zeit verschoben. Wer die Doomfist jedoch geklaut hat und wie dies überhaupt möglich war, bleibt jedoch weiterhin unklar. Hat also Efi Oladele auch hier ihre kleinen Finger im Spiel und befindet sich die Doomfist nun in ihrem Besitz? Leider wissen wir ja immer noch kaum etwas über den Omnic, an dem Efi ja höchstwahrscheinlich bereits arbeitet. Dass es sich um einen Omnic-Roboter handelt, wird mittels zwei dezenter Hinweise angedeutet. So sieht man oben ein Post-it angeheftet, auf dem ein Roboterkopf mit Hörnern zu sehen ist, dessen Optik sehr stark an Omnics wie etwa Zenyatta erinnert. Weiter unten sieht man dann noch ein grünes Symbol aufgezeichnet, dessen Design stark an das von Numbani erinnert. Sehr ähnlich konzipierte Dreiecke kann man auf der ganzen Karte erkennen, aber besonders interessant ist wohl die Nähe zu der Bemalung eines unbekannten Omnics, die man auf zahlreichen Werbeflächen auf der Karte sehen kann. Wenn man diese beiden Hinweise kombiniert, könnte man zu dem Schluss kommen, dass dieser rote Riesenroboter auf dem Overwatch-Artwork der nächste Held sein könnte. So kann man das auffällige Dreiecksmuster nicht nur überall auf der Karte Numbani an Häuserwänden sehen, sondern außerdem auch auf der Payload selbst, sowie Efis kleiner goldenen Krone. Und auch auf den Schulterelementen des Roboters kann man die gleiche Verzierung erkennen. Es gibt aber noch weitere Verbindungen zwischen Efi und dem roten Omnic, wie etwa das Farbschema seines Kopfes. So ist das Gelb auf seinem Visor exakt das gleiche, wie man es auch auf dem seltsamen Kabel auf Efis Brust sieht. Und auch der Kieferbereich ist identisch mit dem auf ihrer Zeichnung. Es gibt zwar auch einen weiteren Omnic, der ähnliche Verbindungen aufweist, jedoch scheint mit dieser als nächster Held und Efis Roboterprojekt ausgeschlossen. Auf dieser riesigen Werbefläche sieht man auf Numbani diesen unbekannten Omnic-Roboter, wie er für die Firma Axiom posiert. Auf Axiom kommen wir gleich noch zu sprechen, aber auf dieser Anzeige gibt es wohl noch ein weiteres, sehr interessantes Geheimnis. Auf den ersten Blick sieht das Ganze nicht sonderlich interessant aus, jedoch hat sich vor kurzem etwas daran geändert. Auf der PTA-Version der Karte konnte man so plötzlich an seinem Kniescharnier sowie auf dem Visor seltsame Bewegungen feststellen. So scheint sich hier eine Art Signal zu verstecken, ähnlich wie beim Sombra ARG und dem damaligen Code im Himmel. Leider habe ich bis dato in diesem hier nichts entdecken können, doch das wäre mal endlich wieder eine Aufgabe für die Game Detectives, die auch bei Sombra die vielen Hinweise schnell entschlüsseln konnten.
Auf der Werbefläche nebenan ist der gleiche Roboter erneut zu sehen, wie er diesmal das Modelabel Atria bewirbt. Dieses international bekannte Label kann man neben Numbani auch in Sydney oder zum Beispiel London finden, als dort Tracer zu Weihnachten noch schnell den Schal für Winston besorgen wollte. Hier unterscheidet sich jedoch der Roboter zu der vorherigen Anzeige, da man auf ihm nun das Numbani-typische Dreiecksmuster auf seiner Brust erkennen kann. Aber viel interessanter ist darüber hinaus die Nähe seiner Kopfbemalung zu dem grünen Symbol auf Efis Zettel. Diese scheint schon extrem ähnlich zu sein, aber womöglich hat sich hier Efi nur inspirieren lassen, als sie durch die Straßen ihrer Stadt spazierte. Auf der Anzeige sind außerdem die Städte Numbani, New York und Paris zu lesen, die wohl auf drei der größten Modewochen auf der Welt Bezug nehmen. So sind es normalerweise die Städte Mailand, New York und Paris, in denen jedes Jahr die größten Fashion-Designer ihre neuesten Kreationen auf dem Laufsteg vorstellen. Mailand wurde hier also durch Numbani ersetzt, aber könnte dies dennoch einen Hinweis auf den Zeitpunkt darstellen, an dem der neue Held präsentiert wird? Hierbei sehr interessant ist ein weiteres Werbeplakat mit dem gleichen Omnic, der diesmal für die Frühlingskollektion und eine Fashion Week Werbung macht. Schaut man sich die Termine der jeweiligen Fashion Weeks an, dann erkennt man, dass die New Yorker zwischen dem 9. und 15. Februar stattfand, die Pariser Modewoche jedoch vom 28. Februar bis zum 8. März läuft. Könnte dies also ein Hinweis darauf sein, dass der nächste Held am kommenden Dienstag veröffentlicht wird? Diese Theorie wird noch bekräftigt durch eine Änderung an der Karte Numbani auf dem PTA-Server. War auf der Ankunftstafel in der Flughafenhalle vorher noch zu sehen, dass die Flüge aus New York und Paris Verspätung hatten, wurden diese Ankünfte nun auf pünktlich umgeändert. Steht uns also nächste Woche ein spezielles Event unter dem Motto Fashion Week bevor? Das würde uns zumindest neue Skins geben, auf die sich wohl die meisten ohnehin immer nur freuen. Und somit wäre die Aussage von Jeff Kaplan ziemlich spot on, denn er hat uns ja versprochen, dass es einige Overwatch-Events geben wird, mit denen wir nicht wirklich rechnen werden. Ein derartiger und wie ich finde doch sehr seltsamer Fokus auf einen modebewussten Omnic hätten dann aber noch etliche Fragen zu beantworten. Welche Spezialfähigkeiten und was für eine Ultimate würde ein solcher Mode-Omnic denn haben? Naja, so super das auch klingen mag, wage ich mal die Behauptung, dass dies nicht der nächste Held sein wird. Denn das Gegenargument hierzu ist ziemlich simpel und einleuchtend. Efi hat in dem Interview, das in der Gegenwart geführt wurde, gesagt, dass sie ihren Roboter erst erbauen möchte. Der Mode-Omnic auf den Plakaten ist jedoch schon auf der Karte Numbani zu sehen und außerdem müsste dieser ja auch schon einige Zeit existieren, damit er als Werbefigur für ein Modelabel überhaupt in Frage käme. Schauen wir also lieber nochmal auf die Liste von Efi und richten unseren Blick lieber mal gen Osten. Denn über den aufgelisteten Mini-Tolbil-Stein-Reaktor könnte eine Verbindung nach Russland bestehen. So kann man ein Spray von Saria im Spiel finden, das einen derartigen Energiereaktor zeigt, der so auch auf ihrer Partikelkanone zum Einsatz kommt. Diese Fährte wird noch weiter fortgeführt, wenn man die Firma Axiom etwas genauer betrachtet. Von dieser kann man am Ende der Liste ein weiteres Bauteil für Efis Projekt sehen, nämlich einen sogenannten Axiom Vocal Processor, also einen Sprachgenerator. Dass Efi diesen bereits hat, sieht man im Bild an diesem Stick mit dem Firmenlogo drauf, der Ähnlichkeiten mit einem RAM-Stick aufweist und außerdem hat Efi diesen auch ausgestrichen und I got it daneben gekritzelt. Hat sich hier Blizzard eine Hintertür für Terry Crews als Voice Actor offen gelassen, der dann doch den nächsten Helden vertonen wird? Zumindest war dies ja schon über Monate in großen Teilen der Community diskutiert und gewünscht worden. Und dass der amerikanische Schauspieler auch bereits die Entwickler in ihrem Studio besuchen konnte, ist ja auch währenddessen bekannt geworden. Auffällig bei dem Ganzen ist das häufige Auftauchen von Axiom, über das bisher nicht sonderlich viel bekannt wurde, außer dass es ein international tätiges Technologieunternehmen ist und womöglich eine Referenz zu einem StarCraft Esports Team darstellt, das seinerzeit von Total Biscuit gegründet wurde. Des Weiteren ist die Firma neben Numbani auch im australischen Sydney tätig, stellt Axiom ebenfalls Omnics her, sowie etwa auch die russische Volskaya Industries und könnte womöglich Saria beim Reveal des 24. Helden eine wichtige Rolle spielen, während Efi versucht, einen Tolbilstein-Reaktor aus der sibirischen Fabrik zu stehlen? I believe I do. Zumindest liegt die Verbindung zwischen Efi und Volskaya Industries sehr nahe, da auch in Sombras Netz diese Verbindungen bestehen. Lässt man aber mal die Verbindung zwischen Numbani, der Doomfist und dem Spider-Tank beiseite und blickt auf die linke Seite davon, dann könnte sich hier bereits die technische Skizze des Omnics zeigen. Sieht man hier dann den Tolbilstein-Reaktor, der in der Brust des Roboters eingebaut wird und ihn mit Energie versorgt, sowie rechts daneben den Helm des Omnics, der für mich auffällige Ähnlichkeiten mit dem gehörnten Omnic-Kopf auf dem Post-it besitzt. Und die beiden verhältnismäßig überproportionierten Unterarme des Omnics könnten hier ja bereits diesen ominösen Brandford-Arm zeigen, mit dem man dann aus den Gegnern Kleinholz machen kann. Vielleicht muss Efi Uladele den Reaktor aber auch gar nicht in Russland stehlen, sondern bekommt ihn ebenfalls wie Katja Volskaya selbst von diesem ominösen Omnic geschenkt, der auch auf Sombras Netz eine direkte Verbindung mit der Konzeptzeichnung des Roboters besitzt. Sehen wir also letzten Endes doch in diesem roten Riesenroboter tatsächlich den kommenden Helden von Efi Uladele?
Zumindest das aufgezeichnete Farbschema scheint nicht so recht in diese These zu passen, da sich dieses eher an dem von zum Beispiel Lucio oder generell eher am afrikanischen Farbspektrum auf Numbani orientiert. Vielleicht ist dies nur dem Umstand geschuldet, dass dieses frühe Artwork nicht mehr ganz aktuell ist und man das Design bzw. zumindest die Farbgebung des Roboters im Laufe der Entwicklung verändert hat. Derartige Veränderungen sind ja bei weitem nichts Ungewöhnliches und sind so oder so ähnlich auch bei Genji, Hanzo oder Anna Amari zwischenzeitlich durchgeführt worden. Interessant wäre jetzt noch, welche Fähigkeiten ein solcher Held dann haben könnte. Wenn man den Tolbistan-Reaktor und Sarias Gravitationstechnologie sowie den Fokus auf einen verstärkten Arm zugrunde legt, dann wäre ein massiver Omnic-Tank mit starken Nahkampfattacken am wahrscheinlichsten. Möglicherweise könnte er dann nicht nur enormen Schaden mit seiner Faust austeilen, sondern auch gegnerische Projektile absorbieren. Zwar glaube ich nicht, dass sie ihm eine ähnliche Mechanik wie die von Sarias Ultimate verabreichen werden, aber zumindest eine Art Energieschild, das Gegnerfeuer aufhält oder sogar reflektieren kann, wäre eine denkbare Option. Vielleicht bin ich aber auch einfach immer noch zu sehr von Titanfall beeinflusst. Tja, und jetzt bleibt nur noch die alles entscheidende Frage, ob sich Efi auch noch rechtzeitig genügend Nachschub ihres Lieblingsmüsis Lucio's verschaffen konnte, damit sie auch ja noch schnell ihren Omnic bis nächste Woche fertig bekommt. Ach ja, und falls jemand von Blizzard gerade zuhört, ich persönlich hätte auch nichts gegen solche Lucio's. Das wäre doch mal ein cooler Merchandise-Artikel, oder? Tja, und was meint ihr zu all den Spekulationen und Gerüchten? Welche scheint für euch am wahrscheinlichsten und was glaubt ihr, wird der kommende Held nun genau alles können? Schreibt doch mal eure Meinung unten in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Alles klar, dann macht's noch gut und bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen. Dieses Video wurde dir präsentiert von Wondershare Filmora, dem Videobearbeitungsprogramm, das sich vor allem durch sein modernes und intuitives Design sowie die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten auszeichnet. Nutze Filmora, um dein eigenes Video zu schneiden und mit den über 300 Videoeffekten in ein spektakuläres Meisterwerk zu verwandeln. Diese könnt ihr kinderleicht verwenden und in nur wenigen Klicks eurem eigenen Geschmack anpassen. Des Weiteren steht euch eine Auswahl von über 140 Filtern und Overlays zur Verfügung, mit denen ihr euren eigenen Look kreieren könnt. Mit den zahlreichen Titelvorlagen könnt ihr auch Texte problemlos in eure Videos einfügen und sogar eure eigenen Bauchbinden erstellen. Und für das besondere Etwas gibt es noch jede Menge Motion-Elemente, die für jede Gelegenheit etwas Passendes bereithalten. Verwende deine eigene Lieblingsmusik im Video oder wähle aus den über 20 enthaltenen Songs aus, um die perfekte Atmosphäre zu erstellen und keinerlei Probleme mit der GEMA zu bekommen. Alle weitergehenden Infos und eine kostenlose Testversion findet ihr unter filmora.wondershare.de.